Moment, da oben war schon eine Kiste. Was kommt denn jetzt? Oh! Neuer Gegner. Komm her, du Pussy. Ja, Kratos schwingt seine Keule. Schon wieder solche Köter, ey. Weg mit euch. Alter. Pass mal auf, Benjamin. Jetzt reicht's aber. Schön, schön weggescheppert hier. Zack, und weg mit dir. Oh oh. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen mit dem. Das ist jetzt schon so ein... Alter! Diese scheiß Köter, die gehen mir so offen. Zack. Oh, das tut mir aber leid. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher Elefant welcher ist. Moloch-Tötung? Einen Moloch so zu töten, bringt immer Gesundheitsorbs ein. Geteilter Meinung. Oh Gott. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es macht einfach Bock schon wieder. Es macht einfach richtig Bock wieder. Komm jetzt. Mach nochmal so eine Moloch-Tötung, genau. Bams, bams, bams. Ausweichen. Guck mal, der hat einen Ohrring im Ohr. Mehrere sogar. Das nenne ich brutal. Das nenne ich auf jeden Fall brutal. Eieieiei. Ja, ohne Scheiß, wirklich alles kaputt machen. Möglichst alles kaputt machen. So, den Fall ist natürlich. Hey! Mach keinen Scheiß jetzt. Hey! Arschloch! Ich komm da nicht hoch, das gibt's ja nicht. Okay, was bringt das hier reinzugehen? Ich will die Kiste haben. Kommst du so nicht ran? Scheiße. Na gut, dann gucken wir erstmal hier. Moment mal. Irgendwie ist das ist irgendwie scheiße, dass der Bildschirm immer noch so klein eingestellt sind. Was, das habe ich noch nie gehabt. Und noch sicherheitshalber noch einen höher. Ich habe das noch nie gehabt, dass irgendwie der Bildschirm zu klein eingestellt ist. Das kenne ich gar nicht von anderen Spielen. Das begegnet mir echt zum ersten Mal. Und irgendwie die Zahl von der Feder ist immer noch ganz schön krass am Rand, aber ich... Ach, weißt du was, lassen wir jetzt einfach so. Ah, gut, gut, gut. So kommen wir also daran jetzt gleich. Die Frage ist natürlich, bevor wir das jetzt hier wegschieben, kann man hier auch schon...
Kirkes Fiole, eine Fiole mit tödlichem Gift, die verwendet wurde, um die Wasserversorgung des Dorfes Kira zu bedrohen. Achso, ist wieder so ein Gegenstand, den man erst nach dem Durchzocken benutzen kann. Und hier haben wir wieder eine Feder oder ein Auge. Eine Feder. Super. So, Moment, ist da noch eine Kiste drin? Nein, da ist ja nichts mehr drin. Also nichts mehr drin. Die Sounds sind immer noch die gleichen, ne? Die Sounds sind immer noch die gleichen. Warum ist die Stimme anders? Scheiße, Mann. Ärgert mich ein bisschen. Ich meine, Kratos war nie der Mann der großen Worte oder sowas, aber... Ja. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn man... Ja, die Stimme jetzt aus 5 Spielen kennt. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 Spiele von God of War. Ich glaube, es gibt sogar noch eins auf dem Handy, was speziell fürs Handy oder sowas gemacht worden ist. Weiß ich nicht, ob da auch mit Synchronstimme gearbeitet worden ist. Weiß ich nicht. So, kurz mal abchecken, ob es hier vorne auch noch was gibt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir können das Ganze mal weitergehen. Hier noch mehr außer der Tisch. So, Moment, wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste 5000 brauchen wir? Für das nächste Upgrade. Lebensenergie ist eigentlich voll, dann kurbeln wir mal das Ding. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Ein Gorgonauge. Ist hier noch irgendwas versteckt, Mann? Ach ja. Es macht echt super viel Bock wieder. Typisch God of War halt. Das Gameplay ist immer noch geil. Präsentation ist auch bisher geil. Also kann man echt nicht sagen, dass sie irgendwie Abstriche gemacht haben oder sowas. Und nehme ich mal den Speer mit. Kann er nicht darüber springen? Ja, scheiße. Was ist das denn für ein Vieh? Der Geier wartet doch nur, dass er uns hier wieder runterwerfen kann, wie die armen Sklaven im Käfig. Hinten links sehe ich doch schon eine Orbkiste. Es wird relativ oft gespeichert, habe ich den Eindruck, oder? Kann das sein? Verdammte Käferplage. Also wenn euch das auf YouTube immer noch zu dunkel ist, sagt mir das doch gerne mal. Hier unten rechts ist zum Beispiel komplett stockfinster, merke ich gerade selber. Ich weiß was, ich mach vorsichtshalber manchmal nochmal einen höher. Dann ist aber erstmal Schluss. Oder machen wir die 60 voll. Wenn es jetzt so gut ist, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Dann versuche ich da wieder, sobald es geht, wieder darauf einzugehen. Ich nehme halt immer wieder ein, zwei Sessions im Voraus auf, deswegen könnte das dann auch 3-4 Parts dauern oder sowas. Aber dann versuche ich mein Bestes natürlich darauf einzugehen, auch andere Tipps, wenn ihr irgendwas seht oder sowas.
irgendwie Rat geben könnt, ohne natürlich vor Leuten, die das gespielt haben, zu spoilern, denn natürlich gehe ich auch gerne drauf ein. Für die, die Wahrheit suchen, besitzt Ares Feuer keine Kraft. Sobald es mir natürlich möglich ist, weil ich lese meine Kommentare, die sind auch recht überschaubar, deshalb kann ich das auch noch ganz gut machen. Und jetzt kriegen wir wohl die erste Fähigkeit für unsere Chaos-Klinge. Sieht ziemlich nach Feuer aus. Feuer des Ares. Wut des Ares, L und L3 gegen Gegner einsetzen. Entfesseln Sie Ihren Zorn und betäuben Sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegnern erzeugt goldene Orbs. Die wiederum was bringen? Ich dachte, jetzt muss ich gar nicht mehr ausweichen. Der explodiert ja. Komm her. Boah. Oh, jetzt kommen ein paar mehr. Oh ja, yeah. Diese Schläge hinterlassen auf jeden Fall Spuren. Hey, was ist los hier? Mann, die drehen ja voll am Rad. Mein Gott. Ich stelle mich aber auch manchmal echt. Okay. Oh shit, sah das geil aus. Moment, ich hab's versaut. Wow. Ich muss echt mal ein bisschen besser auf meine Verteidigung achten. Das ging jetzt gerade noch mal so gut, aber die ist echt schlecht. Ich denke, später im späteren Verlauf wird es denn wie immer meine Achillesferse. Was liegt denn da? Es ist so dunkel schon wieder hier. Botschaft eines Einwohners von Kira. Selbst die Götter des Olymps können uns nicht vor uns selbst retten. Das Schicksal unserer Stadt hängt von einem Krieger ab. Das hat sich sogar ein bisschen gerimed, man.